Willkommen zurück bei Bavmo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, in unserem heutigen Gebrauchtwagen-Tipp-Video geht es um den aktuellen Dreier der BMW G20-Reihe. Ich habe für euch die wichtigsten Punkte zusammengetragen und in diesem GWT für euch zusammengefasst. Wenn ihr also wissen wollt, worauf ihr beim Kauf eines G20 achten müsst, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Der G20 ist die aktuellste Dreierbaureihe bei BMW. Der G20 ist also die siebte Generation der Dreierreihe und wurde im Jahr 2018 vorgestellt und der Verkauf fand ab März 2019 statt. Die G20-Reihe bietet ein neues, hochmodernes Design, verbesserte Technologien und eine noch viel bessere Fahrdynamik im Vergleich zur Vorgängerreihe. Seit dem Start der G20-Reihe ist die Karosserievielfalt erstmals wieder geschrumpft. Denn gab es bei der Vorgängerreihe F30 neben der Limousine und dem Touring noch den GT, fiel dieser mit dem Start des G20 komplett weg. Den aktuellen Dreier gibt es also mit dem Werkscode G20 als Limousine und G21 als Touring, also Kombivariante. Wobei der Verkauf des Touring-Modells erst im Spätsommer 2019 losging. Im Mai 2022 hat BMW die LCI, also die überarbeiteten Versionen der beiden Fahrzeuge, eingeführt und diese brachten einige bemerkenswerte Unterschiede und Neuerungen mit sich. Hier einmal die wichtigsten Punkte. Das Facelift-Modell hat einige Designänderungen im Vergleich zum Vor-Facelift-Modell erfahren. Das Facelift-Modell hat eine neu gestaltete Frontpartie mit größeren Nieren und neuen Scheinwerfern. Aber auch an der Heckpartie gab es einige Neuerungen. Das LCI-Modell verfügt über ein neues Infotainment-System mit einem neuen, durchgehenden Curved-Display und kommt mit aktualisierter iDrive OS 8-Software daher. Dadurch, dass sich das Curved-Display nun bis hinters Lenkrad zieht, entfällt auch das klassische Kombi-Instrument vom Vor-Facelift-Modell. Das Facelift bietet im Grundpreis ein wenig mehr Grundausstattung. Beispielsweise gehören nun die 8-Gang-Automatik, PDC-Sensoren für Front- und Heckpartie sowie die 3-Zonen-Klimaautomatik und weiteres nun zur Serienausstattung. Der G20 bietet eine Vielzahl von Motorvarianten, die je nach Bedarf und Fahrweise ausgewählt werden können. Schon das Einstiegsmodell 318i ist mit einem 2-Liter Reihen-Vierzylinder-Turbomotor ausgestattet, der in leicht abgeänderter Form auch im 320i und 330i arbeitet. Der Motor der B48-Generation ist einer der besten Vierzylindermotoren, die BMW jemals auf den Markt gebracht hat. Kraft, Leistung sowie Effizienz verbindet dieser Motor so gut wie kaum ein anderer zuvor. Der 3-Liter Reihen-Sechszylinder-Turbomotor aus dem M340i X-Drive ist ebenfalls ein absolut geniales Aggregat, was keine Wünsche offen lässt. Dasselbe gilt auch für die Dieselmotoren. Auch hier ist das Portfolio mit 2-Liter Vierzylindern und 3-Liter Sechszylindern aufgestellt, die alle durch die Bank eine hervorragende Figur machen. Die Dreier der G20-Reihe bieten eine ausgezeichnete Fahrdynamik und haben im Vergleich zu früheren Modellen ein Level übersprungen. Eine neue verbesserte Federung und eine nochmals verbesserte Lenkung bieten ein wesentlich besseres Fahrerlebnis. Das Handling ist agil und präzise und die Lenkung ist reaktionsschnell und direkt. Insgesamt bietet die G20-Reihe ein hervorragendes Fahrerlebnis, das sowohl auf der Autobahn als auch auf kurvigen Landstraßen eine hervorragende Dynamik bietet. Wie bei jedem Fahrzeug gibt es auch bei der G20-Reihe Schwachstellen, die berücksichtigt werden sollten. Einige häufige Probleme, auf die man achten sollte, sind beispielsweise Probleme mit der Elektronik oder der Fahrzeugsoftware. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Probleme nicht bei allen Modellen auftreten und dass sie im Allgemeinen eher selten sind. Es ist immer ratsam, eine gründliche Inspektion des Fahrzeugs durchzuführen, bevor man es kauft
um sicherzustellen, dass es in einem allgemein guten Zustand ist. Bei einigen Modellen gab es auch Rückrufaktionen, die unter anderem die Airbags und Gurtstraffer betrafen. Hier sollte man auch vor dem Kauf unbedingt in Erfahrung bringen, ob die Fahrzeuge von solchen Rückrufaktionen betroffen sind. Im Allgemeinen sind die 3er der G20-Reihe mit die zuverlässigsten BMW-Fahrzeuge, die es auf dem Markt gibt. Die Unterhaltskosten für die 3er G20-Reihe sind in der Regel moderat. Die Wartungskosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Alter des Fahrzeugs und dem Kilometerstand. Im Allgemeinen sollten jedoch keine hohen Wartungskosten anfallen, solange die Fahrzeuge regelmäßig gewartet und gepflegt werden. Die Versicherungskosten für die 3er G20-Reihe können je nach Modell und Ausstattung variieren. Es ist also ratsam, die Versicherungskosten im Voraus zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie im Budget liegen. Für die, die ein solides Fahrzeug suchen, das eine gute Leistung bietet, ist der BMW 330i eine ausgezeichnete Wahl. Wenn aber ein besonders leistungsstarker Motor gewünscht wird, könnte der BMW M340i xDrive die beste Wahl sein. Dieses Modell bietet nämlich eine hervorragende Leistung und eine erstklassige Fahrdynamik. Wenn aber eine Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Leistung im Fokus steht, könnte der BMW 320d die beste Wahl sein. Dieses Modell bietet einen hervorragenden Verbrauch und eine angenehme Leistung. Insgesamt ist die BMW 3er G20-Reihe eine ausgezeichnete 3er-Modellgeneration für jeden Enthusiasten, der ein leistungsstarkes und zuverlässiges Fahrzeug sucht. Die G20-Reihe bietet eine Vielzahl von Motorisierungen, eine ausgezeichnete Fahrdynamik und ein stilvolles Design. Es ist jedoch zu beachten, dass es bei einigen Modellen möglicherweise kleine Probleme geben könnte, auf die geachtet werden sollte. Die Preise für gebrauchte BMW 3er G20-Modelle variieren je nach Modell, Ausstattung und Kilometerstand. Die Unterhaltskosten für die 3er G20-Reihe sind in der Regel moderat und sollten kein Problem darstellen. Für die, die sich eher für die Speerspitze, also den M3 interessieren, haben wir hier oben rechts in der Infokarte unser BMW G80 M3 Competition Review eingepflegt. Dort erfahrt ihr alles zum Hyper-3er. So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch und abonniert jetzt kostenlos unseren Kanal. Wer neben den Videos auch Lust auf Autotalk hat, kann sich gerne unseren neuen Podcast Ölverlust ansehen bzw. anhören. Ein Link zum Video findet ihr auch hier oben rechts in der Infokarte und für das reine Audio-Streaming sind alle Links zu Spotify, Amazon Music, Deezer und Co. in der Videobeschreibung verlinkt. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Euer Ino von BAVMO.